haben heute mal eine kleine Quest. Und zwar Eierjagd. Und das hat nichts mit Ostern zu tun. So, ich habe mir hier gerade alle möglichen Buffs geholt, die man hier für die einkommischen Splitter bekommt, die man von den ein Viechern hier bekommt. Boah, wie heißt die nochmal? Stacheleber, genau. Und die kann man dann in Camp Torayo eintauschen bei einem Dackel, der da im Käfig gesperrt ist. So, hier müssen wir jetzt an die Eier. Kann ich noch nicht wirken. Es lädt immer noch auf. Ach, den habe ich gar nicht gesehen. Den kleinen ekelhaften Wurm. Ich bin außer Reichweite. Brauchen wir noch. Ich finde das schön, dass hier auf dem Privatserver auch die Viecher die Eier droppen. Weil damals konnte man das nur von den einen Gebilden, die ich gerade da weggefarmt habe, bekommen. Zumindest soweit ich mich noch daran erinnern kann. Also so schnell war man mit der Quest damals auf jeden Fall nicht fertig. Dann rufen wir wieder unseren Succubus. Die geile kleine Bitch, die. Ja, das ging jetzt wirklich flott. Eigentlich bräuchte ich auch noch zwei Seelensplitter, die farm ich mal eben, damit der Rucksack auch schon voll ist. Das lädt immer noch auf.
2. Schön, schön. Achso, das muss ich hin. Ja, natürlich. Das muss ich hin abgeben. In Crossroads. Hätte ich mir auch eher prodden können. Wäre 5 Minuten für umsonst gelatscht. Naja, was soll's. So, das war da hinten. Später, jetzt sofort. Was haben wir denn für eine Robe? Ja, die ist schon ein bisschen besser. So, so die können wir entzaubern, genau. Seltsamer Stein. Und Ehre. So, wie viele haben wir hier mittlerweile auch? 132? Ja, ist ja auch noch früh. Ich glaube, heute Nachmittag werde ich mal gucken, ob wir eine Gruppe für HDW zusammenbekommen. Jetzt brauche ich gar nicht fragen, ist es zu früh? Wie gesagt, das mache ich heute Nachmittag und heute ist Sonntag, das sollte man eigentlich genug Leute finden. Ich glaube, das dauert dann auch ungefähr eine Stunde, bis man HDW komplett durch hat. Je nach Gruppe. Naja, bis später.